So, also auch im ersten Mal Schrecksekunde, jetzt frage ich dich mal was ganz anderes, was ich. Liegt eigentlich Rüsselsheim am Main oder am Bahnhof? Es liegt zwischen Bahnhof und Main und deswegen ist die Stadt auch so blöd geschnitten. Du hast ja, wie gesagt, kein Sachsenhausen auf der anderen Seite, sondern Flörsheim und Öltanks. Und es liegt an der S-Bahn, die sozusagen die Stadt an drei Intercity-Bahnhöfe und den Flughafen anschließt. Meistens oder sehr unterschätzt in Rüsselsheim diese tolle Lage mitten in der Region an der S8, S9, die durch das ganze Rhein-Main-Gebiet als Hauptschlagader führt. Also sie liegt am Main und der Bahn. Das heißt, man könnte sagen, für den Freizeitwert ist der Main wunderbar, auf alle Fälle. Wäre aber für mich, das sage ich von mir aus, der Zuweg zum Main müsste noch etwas einfacher sein. Also ich würde Du da meinst zum am, Fluss? ja, ich würde Ja. am Rathaus vorbei 10 Kilometer machen oder irgendwas und der Fußgänger hat Vortritt und die Autofahrer sollen langsam fahren, damit der Main mehr an die Stadt geholt wird. Aber das andere, da ist ja doch, sind ja doch diese Verkehrsknotenpunkte für die Entwicklung der Stadt. Davon muss man doch ausgehen. Wo steigen Leute in den Zug? Wo steigen Leute aus? Wo all dies, sag mal, wie denkst Also, du ich kann das? mir vorstellen, dass in 20 Jahren kein Auto mehr am Main parkt. Ja. Ja, also lassen wir mal offen, das ist so eine Vermutung. Wir haben ja auch Platz gefunden für einen Dauerparker, also für ein Kunstwerk. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwann auch kein Parken mehr am Main sein wird, aber trotzdem urbanes Leben stattfindet. Also gehe ich Ja, jetzt mal von aus. Das ist eine ja. wertvolle Fläche, aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren, weil wir es jetzt auch nicht entscheiden werden. Aber es ist so mal so ein Tipp. Die andere Frage ist mit der Bahn da oder der Bahnhof. Ich zum Beispiel habe mich jetzt gewundert, warum, also Stand jetzt, die Stadt Rüsselsheim am Bahnhofsvorplatz keinen Tannenbaum aufgestellt hat. Das ist ja der erste. Ehrlich nicht? Also, wir haben am Samstag mit dem Ja. Gewerbeverein geschmückt und da haben wir uns gewundert, dass da kein Tannenbaum Ja, steht. Wie ja. gesagt, Stand jetzt, ich habe Ja, noch nicht ja, geguckt, ja, ja. da habe ich mich schon gewundert. Denn Tausende von Leuten verlassen und kommen täglich nach Rüsselsheim und verlassen den Bahnhof und finden da keinen Tannenbaum. Also da würde ich mich mal fragen, ist da was vergessen worden? Ich meine, Ja. es ist toll, dass die Stadt 120 Bäumchen aufgestellt hat. Die wurden auch toll geschmückt in der bürgerschaftlichen Aktion, Gewerbeverein. Aber es ist halt schade, weil auf diesen Platz hätte ein Tannenbaum gehört. Als Symbol, dass Ja, es eine jetzt darf ich große mal sagen. Stätte ist. Also So. das sage ich jetzt mal, manchmal sind die Rüsselsheimer auch popelig. Ich sage dir deshalb. Ja. Da wurde diskutiert, ob die Bahn zuständig ist für die Toilette im Ja. Bahnhof oder die Stadt. Ich sage, es sind mindestens mal beide Ja. zuständig. Die Ja. Leute, die gehen ja nicht aus der S-Bahn raus, gehen auf die Ja. Toilette und steigen wieder ein. Ja. Das heißt, wenn wir ganz scharf denken, würde man sagen, die Bahn sorgt für die Kunden, die da im Zug hin und Ja. her reisen. Und die Stadt baut eine ordentliche Toilette hin, dass die Leute, die in Rüsselsheim aus- und einsteigen, wenigstens Naja. mal auf die Klo gehen Die Toilette können. ist ja da oben, die Gell? Treppe runter rechts, das Aber ist ich ja noch sage nur klar. mal, aber sowas wird diskutiert. Da denke ich manchmal, wo bin ich da? Genau, das gehört zu dem Tannenbaum. Also mir Dass ge man sagt, der Bahnhof ist ja, das ist ja nur wirklich eine zentrale Sache und wird auch immer zentral bleiben. Er ist ja, sag mal, ein Zentralpunkt. Du kommst von der Südseite durch die Sophienpassage. Ja. Ist auch jetzt toll, dass es für den Radverkehr geöffnet wird. Es hat da Ja. bis jetzt keine Zusammenstöße Ja. gegeben, soweit ich weiß. Also Ja. es hat keine gefährlichen Situationen gegeben. Wurde ja auch lange diskutiert. Ich finde auch einen ganzen Meilenstein, ja. Dann kommst du auf diesen Bahnhofsplatz. Gut, der war ursprünglich auch ein bisschen anders geplant. Da ist ja diese Spielfläche drin. Ja, Und aus ja. dieser Spielfläche, also Ebene, ergibt sich teilweise auch die Steilheit der Treppen, das wissen viele Leute halt gar Ja, nicht, weil ja. dort ein Zielkonflikt stattfindet. Das ist Ja, ja eine ja. ziemlich schräge Veranstaltung gewesen. Also Ja, ja, doch, ja. ist Für so. mich war es nicht so Katastrophe, Ist aber. auch keine Katastrophe. Ich will nur darauf hinweisen, es war so gewesen. Aber es ist ein zentraler Platz und es ist, wenn du im Grunde genommen mal so eine Art Pendel dort fallen lassen würdest, dann ging das ja bis runter zum Main, zum Ja, Leinreiter. Ja? genau. Und deswegen ist es ärgerlich im Nachhinein, dass vor Jahren, ich habe da dagegen gestimmt, dass man nicht auch die Marktstraße genauso ordentlich gepflastert hat, Genau. wie jetzt unten am Main und zum Bahnhof. Da sieht Da man schon so, allein schon das ist optisch, sagt, das ist eine städtebauliche Achse. genau. Da wurde damals irgendwie Unterschriften gesammelt und der Motto, man kann mit diesem Scheißbelag, sag ich mal, leben, ja. Aber da war auch kein Gedanke, dass man so eine Andere verbindende Städte tun Achse, das genau. nämlich. So, das heißt, es müsste vielleicht auch mal in Bälde gemacht werden, zumal ja die Kanäle, die damals mit saniert werden sollten, Hausanschlüsse, Gas, Ja, Wasser und so ja, weiter, ja. auch mal Und gemacht dass werden man zum müssen. Beispiel die Straße auf gleicher Höhe hat, Genau, dass man eine Ebene genau, hat. genau, Mainz genau. hätte das in ihrem Gebiet gewisser Ja, gemacht. Da macht man eine Ebene das und gilt da auch, lässt man auch ein paar Autos durchfahren. Die Busse fahren ja da auch durch.
Und das denke ich auch, das ist hier einfach, da hat man nicht, auch vom Einladenden her. Uli, wie gesagt, die Welt wird nicht von heute auf morgen verändert, aber ich gehe mal davon aus, wenn der Autoverkehr eine andere Bedeutung hat und anders geführt wird, andere Verkehrsstrategien gefahren werden, dann wird sich das von selbst erledigen, dann wird es irgendwann auch mal eine durchgängige Achse vom Marktplatz zum Rathaus. Aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren, also, weil es halt nicht auf dem Programm jetzt steht. Jetzt denken wir mal die Bahn lang, da fange ich aber mit was Abgelebseitigem eher an. Jetzt kriegen wir ja da in Bauscham ein neues Wohngebiet. Also was, wenn ich in Bauscham wohnen würde, würde ich also unbedingt darum kämpfen, günstiger nach Mainz zu kommen. Ja. Könnte man da, also entweder den Ginsheimer Bus in Bauscham starten lassen oder irgendwo da in der Nähe von Bauscham noch mal eine Haltestelle einrichten für einen Zug. Wenn man groß, mal größer denkt als nur Buslinie, da muss man sagen, das Entscheidende ist eine S-Bahn zwischen Mainz, also Wiesbaden, Mainz, Bischofsheim, Rüsselsheim, Bauscham, Forschungsstadt, Darmstadt. Genau. Also wir leben ja zwischen Frankfurt, Mainz, Darmstadt. Ja. Ich fahre ja zur IHK-Vollversammlung, das ist immer eine wilde Geschichte, umzusteigen und so weiter, dass da keine S-Bahn fährt. Ja? Also wir müssen aber sehen, wir leben in diesem Städtebereich. Also das wäre die eine Schiene, die zu stärken wäre. Natürlich, die muss im Interesse der Region, also Rheinland-Pfalz, Bayern, das geht ja bis Bayern, aber auch hier für die Kernregion des Kreises Groß-Gerau, Rüsselsheim, das ist mit die wichtigste Stadt, auch wenn das manche da nicht gerne hören, das ist die zentrale Stadt. Und da ist es wichtig, dass da unbedingt bei dem Gewerbegebiet oder Wohngebiet Blauer See eine S-Bahn-Anschluss kommt. Die Frage der Busverbindung halte ich für weniger dramatisch. Warum? Busse fahren auf Straßen, die es gibt. Aber wir reden jetzt von einer etwas größeren, bedeutungsvolleren Infrastruktur. Wobei man sagen muss, an die S-Bahn von Mainz nach Worms, da sind zwischendrin Haltestellen, die reine Haltestellen. Ja, genau. Fast wie ein Busbahnhof. Ja, genau. Da muss kein Häuschen oder nichts. Genau. Da steigen die Leute, Dienheim zum Beispiel, steigen die Leute. Das kann man ganz einfach machen. Also nennen wir es mal eine Haltestelle, wo alle Viertelstunde oder alle halbe Stunde in beide Richtungen S-Bahn fahren, im gleichen Tag wie nach Frankfurt. Also reden wir mal davon, Bahnhof, also jetzt mit Unterführung. Dann sind die Nauheimer besser dran, sind die Königsteine besser, die Bauscheime, das ist so wichtig. Und das nächste ist natürlich jetzt die Trasse Mainz-Frankfurt. Da haben wir ja an der Schiene, das muss man sagen, das ist ja nun wirklich, wenn man so will, mittlerweile doch ein Geschenk des Himmels, ein riesen Baugebiet in Zukunft. Du redest jetzt das Opel-Altwerk. Das Opel-Altwerk, da hinten raus. Ja. Was erstmal ist es nicht so, dass das eigentlich das größte Projekt der kommenden fast Jahrzehnte ist? Das ist das Megaprojekt der Stadt Rüsselsheim in der Industrie- und in der Wirtschaftsregion Frankfurt-Rhein-Main. Ich will mal Folgendes dazu sagen. In Frankfurt wollte man, ich glaube, das ist das Osthafengebiet, wo da hinten die Europäische Zentralbank ist. Ja. Da hatte man die Idee, ach, da bauen wir auch Wohnungen hin, weil Banker in Frankfurt sind und die Steuern zahlen. Und dann hat man in der großen Finanzkrise 2009 fortfolgende festgestellt, dass die Banken gar keine Steuern zahlen, dass das ansässige Gewerbe, kleine Industriebetriebe, mittelständische Betriebe, dass die im Grunde genommen die Steuerlast von Frankfurt aufbringen, die eine gute Durchschnittslohnquote von Facharbeitern, Hilfsarbeitern, Ingenieuren, was auch immer haben und alles, was an Folgeindustrien da an Wertschöpfung dranhängt, dass sie froh sind, dass sie da keine Bankerwohnungen in Einzel-A-Lage gemacht haben, sondern da ein tolles Gewerbegebiet mitkommen, Terminal. Das heißt, wenn Rüsselsheim an guten Gewerbesteuern interessiert ist, sollte doch der Magistrat der Stadt Rüsselsheim zur IHK nach Darmstadt und Frankfurt. Wir arbeiten ja ich bin ja in der IHK-Vollversammlung und da gab es schon den ersten Austausch zwischen der IHK Darmstadt, dem Bereich Standort, Entwicklung, Innovation und Frankfurt, da muss ich das mal erzählen lassen. Das ist sogar eine Sache, die fürs ganze Rhein-Main-Gebiet ist. In der Tat. Ist nicht nur eine kleine Rüsselsheimer Sache. Richtig, in der Tat, die Stadt Rüsselsheim könnte hier auf auch ihre Industrie Kultur, und bei uns wird es ja immer museal bis 1945 und dann gerade Roboter und dann hört es dann irgendwie intellektuell auf. Nein, dieses Areal ist eines der wertvollsten Areale in der Rhein-Main-Region und zwar nicht für die Ansiedlung von Wohngebiete, weil es liegt in der Einflugschneise. Es ist angeschlossen an den Main, an einen eigenen Bahnhof, an die S-Bahn. Den Obelbahnhof. Der Obelbahnhof. Der ist ja da, der Obelbahnhof. An die Schnellstraße.
ja, es, an die Hochschule Rhein-Main, wenn wir jetzt auch die Verbindung nach Darmstadt rüber, ja, nach Mainz. Das heißt, hier könnte man eine Industrie, nennen wir es gleich mal Green Industry. Rohdiamant. Ein ungeschliffener Rohdiamant. Deswegen ist es dringend erforderlich, dass die Stadtverordnetenversammlung in Rüsselsheim in der nächsten Wahlperiode die einstimmige politische Beschluss fasst, dieses Gebiet zu erwerben. Das ist die nächste Frage. Genau. Wie bezahlen wir das? Nur gut, es gibt das Land Hessen. Das muss helfen wie in Rheinland-Pfalz bei der Konversion US-Flächen in Hanau und so weiter. Ja, das heißt, es gibt auch den Kapitalmarkt, da gibt es viel Geld. Das heißt, wie das letztendlich bezahlt wird. Wobei, Achim, darf ich unterhören? Bitte? Wenn dafür Geld aufgenommen würde, wäre es ja kein Geld, was man in den Main schmeißt, sondern man hat wertvollen Grund und Boden. Genau. Dafür kann man dann auch Geld aufnehmen. Richtig. Also, weil es ja nicht weggeworfen wird, sondern investiert wird. Aber das ist wieder gleich wie so eine Debatte, wie bezahlen wir es? Ich würde mal sagen, das müssen wir jetzt nicht entscheiden. Wichtig wäre der politische Wille, die Manifestation, die Erklärung der Stadt Rüsselsheim mit Partnern aus der IHK, vom Land Hessen, von mir aus auch die Bundesrepublik Deutschland, wie die auch immer heißen, dieses wertvolle Areal, diesen ungeschliffenen Rohdiamant, aber auch, wie gesagt, Lehren aus Karstadt in den nächsten 20, 30 Jahren zu Genau. Ja? Und deswegen fand ich diese Diskussion, zu sagen, da machen wir jetzt kleinteiliges Gewerbe hin, was das auch immer heißen mag. Nein, da muss Green IT Industry, Produktion hin, da muss von mir aus Tesla hin. Ich könnte fast sagen, Eschborn, gell? Wie ist es in Eschborn? Da haben die auch sowas gemacht. Ja, in Eschborn haben sie halt gesagt, dann tun wir halt die Banke oder aus Frankfurt abziehen. Ja, genau. Aber haben wir auch. Und das ist so, was mich so begeistert an Rüsselsheim. Und deswegen, ich werde es ja nicht erleben und du auch nicht. Ja, wenn wir ehrlich sind. Aber wenn wir jetzt die Weichen stellen würden, dass dahin Züge fahren und die Leute auch begeistern, dass es eine Boomregion ist. Und wie gesagt, und wie das dann aussieht, ob im Einzelnen, ja, wie grün die Betriebe sind, die werden in Zukunft grün sein. Du kannst heute Industriebetriebe. Und mir ist auch die Chemie mitten in Wohngebiet, es wird keiner mehr machen. Null Emissionen, gar kein Thema. Ja. Das heißt, dieser Kuchen, auch der politische Kuchen, ist so groß, es wird alles satt. Jetzt frage ich wieder dazu. Hat das was damit zu tun, ob sich Rüsselsheim eher nach Mainz hin orientiert oder eher nach Frankfurt? Rüsselsheim muss sich zur Welt hin orientieren. Und die Welt hat Anschlusspunkt in Mainz, in Wiesbaden. Ich war ja letztes Jahr in Shanghai oder in China und da haben wir die Wirtschaftsförderin von Mainz kennengelernt dürfen. Und die war ganz begeistert, dass wir zum Beispiel in Rüsselsheim, Raunheim und Kelserbach Städtenetzwerk 3 gewinnt mit China, also Fernost haben. Das heißt, Rüsselsheim hat einen Flughafen. Hat eine S-Bahn, hat diese enorm tolle Lage. Und wenn man mal die Pläne, die Stadtpläne von Paris, von Hamburg, ich will ja gar nicht mehr von China reden, auf diese Rhein-Main-Region legen würde, würde man sagen, das ist doch egal, ob das Rüsselsheim oder Fechenheim, das ist doch eine Region. Für den, der da Arbeitsplätze schaffen will, ist doch diese Pille-Palle-Geschichte, ob das Fechenheim oder Rüsselsheim ist. Aber ich frage dich dazu mal was. Es mag eine dumme Idee sein. Ich habe mich immer mal gefragt, warum macht nicht Rüsselsheim noch mehr mit Bischofsheim was zusammen? Das liegt doch auch vor der Das Haustür. Ist historisch wohl gewachsen. Nämlich, das wäre doch auch sinnvoll, oder? Ja, das wird sich dann automatisch ergeben, denn da, du weißt ja selber, da wo eine gravitative Kraft ist, und das ist Rüsselsheim, werden natürlich auch gravitative Kräfte auf die kleineren Körper wirken. Das mag man vielleicht im Landratsamt nicht so gern sehen oder bei kleinen Kommunalpolitikern. Das heißt, die Schwerkraft wird sich durchsetzen. Ja. Das sieht man ja heute schon daran, dass am Bahnhof in Rüsselsheim viele Schüler aus dem Kreisgebiet, also die Rüsselsheim ist ja eigener Schulträger, die zum neuen Gymnasium gehen. Warum gehen die dahin? Ja, weil es direkt an der S-Bahn liegt. Genau. Das heißt, hier ist ja die Geografie, wir hatten es ja vorhin mit der Geografie, mit der Notwendigkeit und Freiheit, ist an dem Punkt Rüsselsheim ja aus historischen Gründen, weil es schon immer an dieser Bahn lag, hat man nie so wahrgenommen, Selbst wenn man es genau nimmt, wir hatten ja mal diese Morde von diesen US-Piloten, die da abgeschossen worden sind. Die sind ja deswegen nur in Rüsselsheim erschlagen worden, weil das an dieser Hauptverkehrs traurigerweise lag. Das heißt, Schicksal ist gebunden an Infrastruktur und so weiter. Das muss man halt immer mitsehen. Ja. Und deswegen ist das dieser Gedanke, dass da eine ganz wertvolle Industrie. Ich frage dich deshalb. Ich mit dem mit Raunheim und Kelserbach ist für mich okay. Ja. Aber ich habe mich auch, als ihr da warst, ja auch sehr drin engagiert, habe ich immer gefragt,
Ich bin natürlich nach Mainz orientiert, weil ich in Niersteiner bin. Ja. Warum geht man nicht ein bisschen mehr auch in die Richtung nach Mainz? Guck mal, ich bin in 20 Minuten, bin ich mit in die Innenstadt in Mainz. Das heißt, im Grunde genommen ist das für mich, ich kenne trotzdem, ich bin ein halber Mainzer. Das ist aber jetzt eine Frage der Repräsentation. Das ist Aufgabe eines Oberbürgermeisters in Frankfurt aufzuschlagen. Ich meine, der Bausch hatte, das muss man fairerweise ja irgendwie, ich will es jetzt nicht im Detail erläutern, weil ich dann auch ein bisschen unsicher werde, aber der hatte doch auch bei der Entwicklung der Eselswiese darauf hingewiesen, dass man da mit Frankfurt irgendwie zusammenarbeitet. Ja. Und genauso ist es Aufgabe des Oberbürgermeisters, nach Mainz und Darmstadt, Mainz und Wiesbaden zu gehen, um da auf Augenhöhe zu sagen, was kann man da gemeinsam machen, mit dem langen Horizont, genauso nach Darmstadt, ja, oder bei der IHK. Also, jetzt fällt mir was Wichtiges ein. Ich habe das selbst so teilweise gesehen, als würde Rüsselsheim so ein bisschen am Rande liegen. Es ist nicht Mainz, es ist nicht Darmstadt. Ja. Im Grunde genommen, man kann aber den Blick auch anders wenden, es liegt mittendrin. Ja, genau. Das heißt, man kann das, was man als, es liegt ja nicht hinter all dem, sondern jetzt nochmal, es liegt ja nicht hinter all den Zentren, sondern mittendrin. Das heißt, wenn Rüsselsheim sich richtig verhält, kann es mit Mainz verhandeln, kann mit Frankfurt verhandeln, kann sagen, ihr Leute, was wollen wir machen? Wie wollen wir da eine große Region bilden mit, jetzt sage ich mal großspurig, mit dem Zentrum wenigstens von der Geografie in Rüsselsheim? Ja, also das mit dem Zentrum darf man jetzt vielleicht jetzt nicht so sehen, dass es da jetzt am Ort liegt, sondern es geht ja auch darum, innerhalb dieser Kraftfelder sich zu positionieren. Manchmal denkt man ja so, wenn drei große Kraftfelder sind, da ist Rüsselsheim sozusagen der Punkt, wo das alles neutral ist. Ja, ja, genau. Also muss die vielleicht aufheben. Aber ich bin der Auffassung, das muss aber auch ins Bewusstsein der Leute, die agieren. Wenn die klein denken, dann kommt nur Kleines raus. Nur Kleines raus. Kommt also Stimmbereich. So ist das, ja. Sozusagen suboptimal, würde man mal sagen. Ja? Das hängt auch immer damit zusammen, dass die handelnden Akteure am Ort, an dem man ist, auch mal ein bisschen groß denken. Genau. Und zwar nicht großspurig oder groß rumbauen, sondern die objektiven Potenziale erkennen. Und das ist, ich sag's jetzt mal so, als der Leonardo vor dem großen Marmor stand, hat er schon den David gesehen. Nee, der war sozusagen schon da drin. Der war schon da. Der war ja auch drin. Der war im Stein schon ewig drin. Der war im Stein schon ewig drin und er hat ihn gesehen und hat ihn dort befreit. Ja. Und ich würde in Rüsselsheim der Kommunalpolitik vielleicht empfehlen, sich auch mehr um kulturelle Fragen zu kümmern. Dann würden sie bei jedem Marmorstein, der da in der Landschaft rumsteht, schon den David erkennen. Und das heißt, ein bisschen die Sinne schärfen und erstaunt sein. Und also ich denke mal, die Politiker, die hier so zu sagen haben, die denken doch teilweise noch immer noch ein bisschen zu klein von sich und von der Region. Wir arme Rüsselsheim, wir müssen stehen im Nein, wir können das, was wir, das können wir umwenden. Wir können das ins Gegenteil wenden, können sagen, wir haben Potenzial und gerade jetzt mit dem Opel-Gelände, das ist einfach, das wird in Zukunft mal eine große Sache sein. Es kann eine große Sache sein, wenn man sich ein Ziel setzt, wenn man einen langen Atem hat, wenn man sich politisch einigt, dass man in diese Richtung marschiert. Wie gesagt, die Hauptrichtung muss festgelegt werden. Genau. Im Detail, auf dem Weg dorthin, wird es viele neue Entwicklungen geben, wird Rückschläge geben, aber die Richtung muss doch stimmen. Die Idee muss stimmen, dass in diese Richtung eine Zukunft liegt und in eine andere Richtung, sozusagen in dem Kleinen nach innen gewendet, keine Zukunft. Gibt es denn da Leute, das kann ja nicht jeder sich das, gibt es denn da Leute, die einen da auch, die sagen, hier, wir haben das wegen mir in Berlin geplant oder in Stuttgart, die man sich da gibt es auch Leute, die man holen kann, von denen man sich verschiedene Modelle vorlegen lassen kann. Ich will das mal andersrum sagen. Natürlich wird es sie geben, also es gibt eine Menge Berater. Aber zum Beispiel, ich hatte am Anfang auf die Franziska Weiser hingewiesen. Ja. Das ist eine junge Frau, eine Rüsselsheimerin, die die Welt gesehen hat, die jetzt zum Beispiel, was die Mobilität betrifft, an einem Punkt, an einer Baustelle arbeitet und da Impulse setzen kann. Yeah. Wir wissen aber, in dieser Stadt gibt es noch mehr junge, talentierte Leute. Ein Teil wird jetzt in die Stadtverordnetenversammlung geht ihr die Listen durch. Yeah. Da gibt es junge Leute vom Alter her, die das Potenzial aufbauen können. Das ist mir da persönlich, wenn man einen langen Horizont hat, wenn auch Fehler passieren, aber wir haben das Potenzial, wir haben die guten Schulen, wir haben die Hochschule Rhein-Main, die sich mit diesen Ingenieurswissenschaften mitten in der Stadt, das sind die Potenziale, das heißt, jeder Anleger wird auch immer fragen, wie ist das Potenzial und daraufhin wird man investieren. Ach, ich würde gerne die Sache jetzt mal, jetzt will ich nur noch was sagen, im Grunde genommen ist doch unsere Zukunft spannend. Genau. Wir haben wirklich jede Menge Dinge, die wir, guck mal, es gibt andere Kommunen, die können kaum was bewegen. Ja. Wir stehen jetzt hier und haben so viel, was wir entwickeln. Also ich muss sagen, da kann man fast neidisch werden gegenüber denen, die das mal dürfen
Und da wird einiges. Das Einzige, Uli, was traurig ist zum Schluss, wir werden es nicht mehr erleben. Wir erleben es. Achim, mach's gut. Tschüss.